Bei Kopfgeometrie gibt es zwei Möglichkeiten. Der Fabi schließt die Augen und der Toni testet ihn, sagt Feldernamen und Fabi sagt, ob sie weiß oder schwarz sind. Fabi, welche Farbe hat das Feld B4? Schwarz. Richtig. Welche Farbe hat das Feld H1? Weiß. Sehr gut. Letzte Frage. Welche Farbe hat das Feld C6? Weiß. Top. Und Fabian macht das Spiel Fußspuren. Der Toni schließt schnell die Augen und der Fabian legt Muggelsteine und die hinterlassen Abdrücke. Und Fabi legt los. Toni, schau sie an, von wem könnten das die Fußabdrücke sein? Das kann entweder ein Läufer gewesen sein oder eine... Nee, stopp, Sekunde. Doch, ja, ein Läufer, der so rumgeht oder halt eine Dame. Noch eins bitte. Toni schließt wieder die Augen. Und jetzt wird es schwieriger. Das kann nur eine Dame gewesen sein, die von hier nach da und dann nach da ging. Das nächste wird schwierig. Toni, schließ die Augen. Was war das? Ein weißer Bauer, der umwandelt und zum Beispiel als Läufer oder Dame dahin geht. Man kann ihn nicht folgen. Schade, schade.